Einen wunderschönen guten Tag hier aus Hamburg. Und wie angekündigt ist mein Gast heute seit kurzem für den Echo nominiert mit dem neuen Album unterwegs, Annette Louisanne. Ich grüße dich. Hallo. Wir sind hier. Ist das dein Lieblingscafé? Ja, also ich finde es wahnsinnig gemütlich und schön. Café Gnosa. Café Gnosa in Hamburg? Ja. Auch finde ich auch so ein zeitloses Café. Ich glaube, vor 20 Jahren sah das auch schon so aus. Und das gibt es ja gar nicht mehr, ne? Dass es so Cafés und Restaurants so lange durchhalten. Oder zumindest nur ein paar. Ich mag das. Wir haben uns gerade über das Bild unterhalten. Ist das zeitloser Kitsch oder? Naja, die gefällt es nicht so sehr, ne? Aber ich finde, für mich gehört das, ist das Hamburg. Also das muss man halt mögen. Ne? cool, sofort wieder in den Charts, Platz 3 habe ich gesehen und für ein Echo nominiert. Ja, wie ist es, wenn der Erfolg so garantiert wird einem? Naja, er ist ja nicht garantiert. Ich arbeite ja schon ein paar Wochen irgendwie auch daran. Das kriegt man ja immer nicht so mit, ne? Diese ganzen Vorbereitungen und Fotosessions und Interviews, die man führt. Aber ich freue mich total. Und es wird auch nicht weniger, also fast ein bisschen bewusster, dass man sich klar ist, wie viel passieren kann oder auch nicht und wie viel auf dem Spiel steht. Und ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und das mit der Echo-Nominierung finde ich ein bisschen verrückt nach einer Woche. Wie ist es, wenn man Musik macht und so wenige Wochen danach hören das einfach 100.000 oder Millionen? Was macht das für ein Gefühl aus in dir? Also ich bin momentan erleichtert. Es hat mir sehr gefehlt, diese Reaktion vom Publikum zu haben, dass ich endlich aufhören kann zu zweifeln. Ich bin so ganz kurz vorm Berg. Ich habe ja so meine Ratgeber, natürlich. Die sind auch gezielt, die sind gemischt auch aus meinem Privatleben ein paar und ein paar Leute aus der Branche. Und jetzt ist das irgendwie, es ist toll, irgendwie das einmal live aufgeführt zu haben. Und jetzt bin ich irgendwie erleichtert und freue mich, dass es funktioniert. Und vorher, kurz vorher, also eben vor diesem, bevor man über diesen Berg rüberschauen kann, fange ich immer an, total unsicher zu werden. So, nein, ist das jetzt wirklich gut oder was ist das? Das verzerrt alles ein bisschen. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Und hast du die CD gehört? Nee, das habe ich schon vorher gemacht. Ich wollte wissen, wie sind die Leute drauf, die Annette mögen? Mhm. Und dann war ich kurz in deinem Forum, also in dem Fanforum, und bin da lange verweilt, weil ich das unheimlich spannend fand, wie Menschen einen Künstler so sehr mögen und lieben können. Vermeintlich natürlich. Und riesige Zahlen. Also ich glaube, woher kommt das? Die begleiten dich über einen langen Zeitraum. Es gibt schon einige, die tatsächlich seit 10 Jahren irgendwie dabei sind und natürlich irgendwie auch sich viele Konzerte angesehen haben und so ein bisschen. Ja, also man ist als Musiker oder auch als öffentliche Person schon auch so eine Projektionsfläche. Das muss man sich bewusst sein und das kann gut oder schlecht sein. Ne? Was sind die schlechten Seiten? Ja, für mich ist es ganz schwierig, so eine Vorbildrolle zu bekommen. Die lehne ich immer dankend ab. Und natürlich auch, dass die Leute das Gefühl haben, man wäre ein Gutmensch, ja? Oder eine Form von Perfektion, die nicht da ist. Das ist ganz schwierig für mich, das einzuhalten, dieses Bild. Aber das muss ich ja auch nicht. Kann man ein guter Künstler sein, wenn man so ein guter Mensch ist? Ja. Nee, es gibt ja durchaus Leute, die sagen, wenn man durch die Mitte geht, das ist uninspirierend. Ich weiß nicht, ob Schmerz wirklich inspirierend ist, aber ich glaube Extreme. Und das ist eine interessante Frage. Wie wichtig sind Exzesse? Hast du Exzesse erlebt im Leben? Ja, unbedingt. Ich bin exzessiv und extrem. Ja, gehört zu meinem Wesen. Würde man jetzt wahrscheinlich gar nicht so denken, aber geht. Ja. Und die schönen Seiten? Projektionsfläche zu sein? Ja, dass die Menschen an einen glauben. Und man sich als etwas Besonderes fühlt. Ich glaube, das möchte jeder, dieses Gefühl. Und das finde ich schön. Ich habe mal gehört, dass dir die Bühne ganz wichtig ist und das Publikum
unheimlich wichtig ist. Also ich finde es immer eigenartig, wenn Künstler so kokett sind und sagen, ja, so, aber ich finde es total ehrlich und spannend, wenn du sagst, ich brauche das Publikum und ich brauche auch die Aufmerksamkeit und dass sie es lieben. Ja. Was löst es in dir aus, was, wenn da mal ein Entzug ist? Ja, ich finde es ja mittlerweile, nach 10 Jahren weiß ich, dass das auch gut ist. Also diese Phasen, wo man das alles bekommt, dann muss man sich wieder so entwöhnen. Das ist wie so ein kleiner Entzug. Ich halte das für gesund. Weil dieser Mittelpunkt, und der kann auch gefährlich sein, weil man irgendwann vielleicht auch blind wird und nichts mehr zulassen kann. Ich habe ein paar Leute, die ich auch ganz toll fand, auch mal getroffen, die lange in diesem Geschäft arbeiten, die lange auf der Bühne stehen. Ich habe immer Angst irgendwie, dass man so ein bisschen mutiert, dass man irgendwann natürlich ganz viel zu sagen und zu geben hat, aber irgendwie wird es langweilig, wenn die Bälle nicht hin und her fliegen. Also das wäre meine Horrorvorstellung. Und dann ist die Bühne natürlich toll, weil wenn man die Extreme liebt, dann verdreifacht sich ja auch so ein Gefühl auf der Bühne. Es ist alles immer so heftig viel und dann geht man von der Bühne und kann diese kleinen Nuancen danach nicht mehr so richtig sehen. Und das muss man halt wieder lernen, gerade nach so einer Tournee. Das ist meine Aufgabe, dass ich dann wieder so ein bisschen ins normale Leben komme. Du weißt, du hast gleich einen Auftritt, bist hinter dem Vorhang. Du wirst gleich vor das Publikum treten. Was geht dir in den letzten Sekunden nochmal durch den Kopf? Eine gute Frage. Ich bin sehr aufgeregt, bevor der Vorhang aufgeht. Es ist auch nicht wirklich weniger geworden. Dann frage ich mich manchmal natürlich, warum tust du dir das eigentlich an? Aber mit dem ersten Schritt weiß ich, warum. Und banale Sachen. Sitzt das Kleid richtig? Husten? Kontrollier nochmal alles. Also so ganz banale Dinge. Man zeigt sich ja auch, das ist so eine Form, man ist halt so nackt. Ne? Man fühlt sich in dem Moment wahrscheinlich auch nackter, als wäre man wirklich nackt. Weswegen ich dich immer spannend fand, ich begleite das ja auch seit 10 Jahren, ich schaue da genau hin und was ich spannend finde, ist, dass du nicht dieses Pop-Publikum hast. Du hast wie würdest du dein Publikum beschreiben? Was sind das für Leute? Es gibt so einige Journalisten, die versuchen, das immer herauszufinden oder die machen sich schon vorher so ein Bild von meinem Publikum. Und wenn es dann zynisch wird, dann bin ich auch ein bisschen beleidigt. Ich mag mein Publikum und ich kann es auch nicht in eine Schublade packen. Ich glaube, es liegt ganz natürlich, müssen sie sich für Zwischenmenschlichkeiten interessieren. Ich glaube, an allererster Stelle müsste man sagen, die Stimme muss man mögen und man muss mich sympathisch finden. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist da nichts, was zusammenhält. Und von 6 bis 60 sehe ich da alle Kinder mit ihrer Großmutter, das schwule Pärchen, die Lehrerin, die dann nach dem Konzert noch ein Prosecco trinkt, auch den Arzt oder auch die Friseurin, das ist nicht, ich kann die nicht richtig in einen Topf werfen. Willst du wissen, wie meine erste Reaktion auf deine Stimme war? Ja, sag mal. Wir waren im Auto und da kam ein, man hört ganz viel Musik im Auto und dann kam dieser Moment, wo ich dann gesagt, was ist denn das für eine Stimme? Das war so. Und Tage später habe ich dann nochmal gefragt, wir sind doch im Auto gefahren. Was war denn das für eine Stimme? Wer war das? Und ich will doch mal das Lied hören und so weiter. Und so. War verzögert. Es war verzögert. Ja. Und ich hatte eine Sehnsucht nach diesem anfänglichen Störgeräusch. Mhm. Und dann will man das ganz viel mehr hören. Ja, und das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt oder so ein Nachhall. Das finde ich sehr schön. Ja, also es scheinen da so Frequenzen dabei zu sein, die Leute entweder ganz ablehnen oder auch anziehend finden. Ist ja sowieso auch, ich glaube auch, das macht sich schon beim Sprechen bemerkbar, also gar nicht so sehr beim Singen. Ich finde, ich bin ja sehr nah an meiner Sprechstimme dran, die Melodie. Hm. Ich weiß auch nicht, also ich finde, so schlimm ist das auch nicht, aber dass die Leute sich immer so raufregen über meine Stimme. Nee, es ist prägnant. Also ich weiß nicht, wer da sonst noch gesungen hatte auf der Fahrt. Also ja. Es war einprägsam.
Pitch hat man mich früher genannt. Weil die meisten Leute denken, meine Stimme wäre gepitcht. Ich habe früher ganz, ganz viel Studioarbeit gemacht und habe natürlich die auch erst finden müssen. Ja, wie setze ich sie ein? Wie gehe ich mit meiner Muttersprache um? Und überhaupt in meiner Muttersprache zu singen, war so wichtig für mich. Weil es ist, glaube ich, noch vor 10 Jahren oder 15 Jahren haben so viele deutsche Sänger einfach Englisch gesungen, weil man dachte, das wäre cooler. Es ist auch einfacher, ja, weil diese Textebene nicht gleich so vollkommen da ist. Aber man muss halt auch immer kopieren. Also ich würde mich in einer Fremdsprache nicht ganz so wohlfühlen oder sicher fühlen auch. Ich müsste mich dann irgendwas festhalten, was nicht ich bin. Wobei das Französische dir liegen müsste, oder? Das stimmt. Nur müsste ich dafür erstmal Französisch sprechen. Das wäre schon von Vorteil. Dein neues Album. Mhm. So viel Information. Mhm. Wie kommt man auf so einen Titel? Merkwürdigerweise habe ich kurz vor der Veröffentlichung gesehen, dass es noch ein weiteres Album gibt von einer Band, die heißt, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, Too Much Information heißt das Album. Wie heißt diese Band nochmal? Weißt du es? Nee. Nein, wird aber in den Kommentaren dann stehen. Weißt du es? Oh, jetzt habe ich es vergessen, ich wusste es mal. Es scheint irgendwie so ein bisschen den Zeitgeist getroffen zu haben. Das ist ein Riesenzufall. Eine Indie-Band aus, glaube ich, Schweden oder England. Ich kannte sie vorher nicht. Nun, es war das letzte Lied, was entstanden ist, und ich habe ganz lange nach einem Titel gesucht. Es gab so Arbeitstitel, Alles außer Liebe. Ich finde das eine ganz schöne Zusammenfassung für all die kleinen Geschichten auf dem Album. Also das Nicht-Gesagte, das zwischen den Zeilen stehende. Aina Du ist zum Beispiel ein Lied, wo es darum geht, dass man einfach sicherlich keine Namen einfallen. Ja, also es ist ja nicht es geht um Zwischenmenschliches, ja. Aber du singst auch aus Perspektiven wie, dann sage ich es dir halt, ja. Wo du quasi der Böse bist. Das stimmt. Ich finde es ja wirklich, für mich ist es immer wichtig, auch zu zeigen, dass man mich mit einem Lied nicht komplett beschreiben kann. Das ist mir so oft schon passiert, ganz besonders mit meinem ersten. Und wenn man sich, ich will doch nur spielen, und dann sag ich sie halt mal nebeneinander anhört, wird man sehen, dass die Perspektiven wirklich komplett vertauscht sind. Und auch das reizt mich, mal die Gegenspielerin zu sein und diesen Blick zu haben. Das ist für mich unheimlich wichtig, und es macht mir auch großen Spaß, in diese Rollen zu schlüpfen. Ich finde spannend die Komplexität. Ich denke, dass wir Menschen komplex sind. Und unbedingt. Die einfache Popmusik schafft es nicht. Das liegt so ein bisschen am Songwriting auch. Ne? Normalerweise schreibt man nicht auf Pointen oder erzählt keine Geschichten. Das ist mir eben wichtig. Deshalb ist das sehr textlastig. Und manchmal muss ich auch unheimlich viel Text in ein Lied einbauen. Und dann gibt es dann irgendwie so Passagen, wo man vielleicht nicht so melodisch sein kann, sondern erzählt und versucht, es so melodisch wie möglich zu machen. Du hast ja auch eine gewisse Haltung. Fließt die mit rein in die Musik? Ja, unbedingt mein Humor. Es gibt so Dinge, die für mich einfach nicht aus der Mode kommen werden. Also so ein Herrenabend. Ich mag auch das leicht Frivole. Ich finde es. Ist auch ein bisschen Hamburg, oder? Ja, meinst du? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich mag, dass man sich nicht ständig immer so ernst nimmt. Und wenn ich als Sängerin irgendwie auf der einen Seite in die Tiefe gehe, wirklich mal schwer werde, dann brauche ich die andere Seite, um dann die Leute wieder abzuholen, weil sonst wäre mir das einfach zu tragisch. Und es gibt eben diese zwei Seiten. Ich habe mal gehört, es gibt jüdischen und deutschen Humor, und der jüdische Humor ist, wenn man Witze über sich macht. Und deutscher Humor ist, wenn man Witze über andere macht. Und ich habe gelesen, du magst das nicht, wenn man Witze auf Kosten anderer macht. Ja, ich finde, das ist eine große Kunst, das, ohne das auszukommen. Ich merke, dass das oft benutzt wird eben. Und ich weiß das so sehr zu schätzen, wenn Leute trotzdem lustig sein können, ohne dass sie ständig immer auf den anderen einhauen. Es ist ja eine Form auch der Haltung im Showbusiness, ja. Selber groß zu sein, ohne die anderen klein zu machen. Ja.
Es gibt auch so wenige Clowns. Ich liebe ja auch Clowns. Also nicht die mit der, sondern solche Leute wie Louis de Funès oder ich gab es so. Genau. Ich mag das. Also ich finde es eine ganz große Kunst. Spannend. Echo aufgeregt? Nö, gut. 27. Naja, März, ne? Das stimmt. Ja, ich fahre da auch hin. Aber es ist ganz einen Tag, bevor meine Premiere, also meine Tournee anfängt. Es wird ein ganz schöner Ritt hin und zurück und so, aber das geht schon. Ich möchte mir gerne auch die Show anschauen. Aber nach einer Woche in diesem Rechnungszeitraum, da rechne ich mir nicht sehr viel aus. Ich bin eher total, was? Das kann doch nicht sein. Ja. Es war unsere erste schöne Begegnung heute. Du hast mich schon gesehen draußen? Nein. beim Zigarettenholen. Darf man rauchen als Künstlerin, als Vorbild, als Projektionsfläche? Offensichtlich nicht, ja. Das sind echte Tretminen, Zigaretten. Ja, ist der Shitstorm sicher. Ja, also es ist... es gibt auch viele Leute, die sagen, das würde nicht zu mir passen. Mhm. Also... Die wissen das? Ja, das wissen die ganz genau, dass das nicht zu mir passt. Schön. Ich nenne immer drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Ja. Kuscheln. Schwierig. Küssen. Wunderschön, wenn man es kann. Streiten. In bestimmten Momenten, reicht das, wenn ich das so sage? Es reicht alles, ja. Du kannst sagen, was du möchtest. Ja. Okay, man kann auch alles drei zusammen machen, kuscheln, streiten und küssen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde das Wort kuscheln irgendwie kitschig. Ja? Ja, ich weiß auch nicht wieso. Aber das Bild magst du. Das Bild mag ich, ja, das ist klassisch. Ne? Ich war letztens hier, du warst lange in Hamburg. Ich wollte typisch Reeperbahn kennenlernen. Mhm. Ich war unter der Woche hier. Die ist ja total tot nachts. Warum kommt muss man da hingehen? Ja, was ist Donnerstagabend? Das ist, obwohl, da fängt es schon wieder an. Freitagabend, ja. Wo muss man da hingehen? Ach, es gibt, oh Mann, ich bin schon lange nicht mehr. Es gibt den neuen Mojo Club. Den habe ich einmal gesehen und ich finde den ganz schön toll. Also, jetzt wegen dir nach Hamburg gekommen. Ja. Und werde heute läuft Abend ein gutes noch Konzert. Hier sein? Also wollte ich einfach aus Interesse fragen, ja, was ich nachher noch machen kann. Mojo Club. Mojo Club, wenn da ein gutes Konzert läuft, kann man da gerne hingehen. Ich weiß aber nicht, was da sonst für Musik läuft. Ansonsten. Bist du eher so der Bar-Typ oder Essen und Reden ganz lange? Mhm. Bar. Bar. Bar St. Georg hier um die Ecke? Ja? Ja. Die hat noch auf, wenn alle schon zu haben. Daniela Bar auf der Schanze. Spannend, wie gut du dich auskennst. Ja. Du kommst ursprünglich aus Sachsen-Anhalt, ja, oder? Ich komme jetzt aus Sachsen-Anhalt. Da kenne ich keine Bar zum Beispiel. Nein, da ist auch keine Bar. Ich glaube, in ganz Sachsen-Anhalt ist nicht eine Bar. Das ist echt schade. Ich glaube, da muss eine Bar hin. Wir sind alle weggezogen. Ja. Ich wohne jetzt ganz allein im Land der Frühaufsteher. Den Spruch mag ich auch ganz besonders gern. Ja. Die armen Spätaufsteher in Sachsen-Anhalt. Ja. Aber ich meine, wenn ich durch Sachsen-Anhalt fahre, dann kriege ich wirklich extreme Gefühle, das muss ich sagen. Ich liebe, das ist meine Kindheit, ne? Ich liebe das platte Land und die Elbe und die Elbwiesen und das Grün zu jeder Jahreszeit verändert sich auch immer wieder und werde ich sehr melancholisch, muss ich sagen. Ich kann mich nicht dagegen wehren, wenn ich heute manchmal durch mein altes Dorf gehe und muss ich sagen, was waren denn da früher viel mehr Kinder? War das viel, viel wuseliger und heute ist es so verlassen. Es macht mir irgendwie traurig. Also ich finde, da ist eine ganze Generation weggezogen, ja, und die nächste ist auch am Wegziehen. Und ich sage das zwar scherzhaft, ich bin da jetzt ganz allein, aber ich fühle mich manchmal wirklich allein, weil du gehst durch die Straßen und so das Leben, ja, wird weniger. Ja. Ist das eigentlich traurig? Ja. Siehst du da deine Heimat? Also,
da müssen Kinder hin, ja? Da muss das Leben toben und das, so soll es sein. Also Künstler, Verrückte wie ich und so weiter, die ziehen jetzt alle da in den Osten. Mhm. Gut so, so fängt es an. Das ist mit Berlin ja auch so gewesen. So, wenn junge Leute irgendwo hingehen, dann machen sie, das ist ein gutes Zeichen. Wunderbar. Die neue CD, ja, sehr, sehr empfehlenswert. Ich treffe ja die Leute, um sie zu entzaubern, für mich, die großen Stars. Und du hast dein Opener-Lied auf der CD, das heißt Stars, und das hat mir unheimlich gefallen. Ja. Ich musste sofort denken, wie ich rumreise und mit diesen Leuten zu tun habe. Und es gefällt mir sehr. Ich wäre so glücklich, wenn du ein paar Takte für mich singen würdest. Ja, das Lied? Das Lied. Stars, was sind schon Stars? Sie kommen und gehen und dann das war's oder auch nicht. Doch was du siehst, ist nur das Licht. Und wie es scheint und wie es strahlt, als hätte ein Meister sie gemacht. Doch seinen Preis bekommt dir niemand zu Gesicht. Vielen herzlichen Dank. Und bist du noch erkältet? Alle haben sich Sorgen gemacht? Ja, ich habe eben auch gehört in der Höhe. Ja, ich muss momentan irgendwie nonstop sprechen. Und sprechen ist viel anstrengender als singen. Vielleicht sollte ich singend Interviews geben. Ich war noch nie so lange heiser, aber es ist jetzt gerade so. Ja, es ist Erkältung, die nicht abgeschüttelt werden kann. Eine gute Besserung. Ganz Danke. Viele Fans freuen sich auf deine Termine. Ich habe es in deinem Forum gesehen. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Okay. Lädst du mich ein zu dir auf dein Dorf? Ja. Ja, gut. Ich würde mir gerne mal anschauen. In Köthen war ich nämlich noch nicht. Nein? Nee. Dann machen wir das. Gut. Ich danke dir auch für diese Location. Ja. Kaffeeklose ist super. Ja, ist vor allen Dingen auch voll geworden jetzt, ne? Ja, ja. Also hättest du viel lauter. Ich habe dir gar nicht mitbekommen, auf einmal so boom, sind so viele Leute da. Ich hätte dann Konzertkarten und so vergeben können für heute. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und ja, mein nächster Gast, meine nächsten Gäste sind der Entertainer Kay Ray und der Sänger Roger Cicero. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.